So, und da sind wir wieder bei Randall's Monday. Und wenn ich dem Chat so folge, dann muss ich dran denken, wo letztes Mal der Myratax da war. Den würde es wieder ein bisschen aushängen, wenn da über Sojamilch und Reismilch und vegane Ernährung gesprochen wird. Ich weiß nicht, um was es letztes Mal gegangen ist, aber das hat er ja auch so schräg gefunden. So. Na, versuchen wir das mal. Mit einer Menge Geld. Drücken wir seinen Charlie direkt in die Da bin ich Hand. wieder und alles, was ich tun musste, war nur ein Bar Mitzwa sprengen und alle Jacken aus der Garderobe klauen. Oh, das Universum wird dich eines Tages hart bestrafen. Eines Tages, hä? Vielleicht schon Montag, egal, mir reicht's. Hier, das sollte mehr als genug sein. Mehr als genug? Glaube ich nicht. Alter, das muss die größte Menge Geld sein, die du je auf einem Haufen gesehen hast. Diesen Traum, in dem du in Fort Knox eingestiegen bist, eingeschlossen. Also erzähl mir nicht, das ist nicht genug. Hey, das Fort Knox-Ding war top secret. Wenn die falschen Leute zuhören, könnte uns das umbringen. Charlie, ich hab's dir schon gesagt. Nur wenn du John McClane heißt, kannst du in Fort Knox einbrechen. Außerdem sagtest du nicht, die haben da einen Velociraptor mit Taschenlampe als Wachmann? Das beweist nur, dass sie da unten zweifelhafte Experimente durchführen. Ja, wie auch immer. Du willst noch mehr Geld? Ohne Scheiß jetzt? Mehr habe ich nämlich nicht. Naja, da gibt es vielleicht was, das du für mich tun kannst. Geht. Sag das bitte nicht so. Das klingt so verdorben. Ah, vergiss es. Du würdest das eh nicht hinkriegen. Hey, so geht das jetzt aber nicht. Na los, raus damit. Okay. Also, dieses Jahr ist Captain Reds 35. Geburtstag. Und du willst einem der Schauspieler, die ihn darstellen, einen Antrag machen, ja? Okay. Ich habe ihn heute nicht gesehen, aber keine Sorge. Als dein Bro bin ich natürlich auch dein Wingman. Weißt du, Randall? Jedes deiner Worte bringt dich weiter weg von diesem Ring. Ganz locker, Alter. Das war nur Spaß. Ich bin sicher, du brauchst meine Hilfe gar nicht, um ihn rumzukriegen. Oh, sieh an, der Preis ist gerade noch mal 20% draufgegangen. Hey, komm schon. Lern einfach mal, deine große Fresse zu halten, Randall. Charlie, ich kann mir keinen Cent mehr leisten. Es geht nicht um Geld. Wie ich gerade sagte, es ist Captain Reds 35. Und du willst einem der Schauspieler die... Hör schon auf. Ich wollte einfach zum Buffet und mir was von der offiziellen Captain Red Eiscreme von dir besorgen lassen, damit wir die teilen können und diesen besonderen Tag zusammen feiern. Klingt eigentlich ganz einfach. Ah, das hast du wohl nicht kapiert. Dieses Angebot ist gerade vom Tisch. Oh. Und was willst du dann von mir? Besorg mir Captain Red Merchandise. Irgendwas, das ich noch nicht habe. Und sei gewarnt, ich bin ein sehr passionierter Sammler. So, und nur so kommst du an den Ring. Oh, echt jetzt? Wo bitte soll ich sowas finden? Hey, nicht mein Problem. Captain Red Merchandise, wir hatten doch. Na, haben wir das gar nicht mitgenommen? Ah, das Captain Red Poster, das habe ich nicht mehr mitgenommen, weil Da ich ja drüben ist Captain neu Red. Der geladen mit dem habe. roten Anzug und der blauen Kappe. So eine Figur vielleicht. Ah, ich glaube, ich habe gerade einen Geistesblitz. Rot, blau. Wir haben ja und fragen uns schon die längste Zeit. Wir haben eine Figur. Wir haben Blau. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mich nämlich gerade gefragt, mit wem wir noch nicht interagiert haben. Und das war der Bob. Und der hatte doch zwei Farbeimer, einen weißen und einen roten. Wo war der? Hier, glaube ich. Tee übrigens, ich war heute auch Tee kaufen und mein Tee hat interessanterweise exakt, nicht gelogen, 6,40 € gekostet und das waren 100 Gramm. Weil ich mir gerade vorgesagt habe, 64 Euro fürs Kilo ist durchaus üblicher Preis in einem guten Teeladen, aber doch nicht. Ja, das war weiß. Fixierer, naja, auch okay. Und riecht übrigens traumhaft gut. Ich muss dann gleich nochmal schauen gehen, wie der hieß, sage ich euch. Ich nehme mal an, das können wir nicht einfach da Ich denke reinwerfen. nicht, dass das klappt. Ah, vielleicht müssen wir die vorher zu Pulver mahlen. Eventuell im Mixer oder so.
Jetzt reden wir nochmal mit dem Bob. Ich glaube, der Typ hilft mir nicht weiter. Okay. Irgendwie müssen wir die Figur einfärben. Jetzt trägt er einen schicken roten. Okay, so weit, so gut. Jetzt brauchen wir eben noch blau. Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Einfacher wie gedacht. Ist der jetzt schon fertig? Ja, die Farbe sieht geil aus. Muss nur noch ein bisschen trocknen. Okay. Fehlt dem jetzt noch. Nein, den werden wir jetzt kaum so dem Randall. Dass ich es rausbekomme. Dem Charlie geben können. Nehmen an, das wird nicht genügen, oder? Ich weiß nicht. Da fehlt noch der letzte Schliff. Da fehlt der letzte Schliff. Schauen wir uns nochmal das da an. Der hat noch eine Paintball-Gun. Die wird vermutlich noch fehlen. Haben wir da was Passendes? Paintball-Gun. Der ist leider völlig unbrauchbar. Der hilft wirklich. Mir nicht mehr weiter. Was war mit dem Eukalyptus-Bonbon? Das haben wir auch. Einen Fixierer, genau. Das können wir noch probieren. Irgendwie ist es noch nicht fertig. Sehr schön. Kein Tropfen mehr. Okay, super. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Herr, warum ich? Warum? Okay, jetzt wissen wir zumindest, für was wir das Bonbon brauchen. Nehme ich mal an. Versteck des kleptomanischen Koalas. Da gehe ich auf keinen Fall runter. Hier versteckt sich das verdammte Biest. Da werden wir irgendwie ihn heranlocken müssen mit dem Bonbon. Eine Koala angeln vielleicht. Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptus-Geschmack an der Angel. Aha. Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Okay. Haben wir irgendwas, wo wir das raufstellen können? Ich denke nicht, dass das klappt. Moment mal, da war doch, genau. Da waren ja die Löcher. Perfekt. Mal hoffen, dass er den Köder schluckt. Leckt mal daran. Auf keinen Fall. Gut, da ist mal nichts. Brauchen wir da wieder unseren wie hieß es nochmal? Unseren Ententeleskopbügel. Damit kann ich den Koala nicht fangen. Okay. Was haben wir denn sonst noch? Den Girlanden vielleicht einfangen? Das muss ich nicht aufhübschen. Feuerlöscher? Keine Ahnung. Damit will ich den Feuerlöscher nicht verwenden. Keine Ahnung. Lieber nicht. Jetzt mal ein paar Vorschläge.
Achso, genau, das wäre eine Idee. Danke. Kleber vielleicht drauf. Das muss nicht geklebt werden. Köder geht auch nicht. T-Shirt drüber werfen. Blödsinn. Ich laufe nochmal hin. Vielleicht muss ich noch irgendwas mit dem Bonbon machen. Das muss. Ja, das geht nicht. Bisschen abgefahren. Das ist keine gute Idee. Aber vielleicht die Girlanden. Na, das wird auch nichts bringen. Das muss ich nicht aufhübschen. Okay, weil ich schätze mal, haben wir noch irgendwo was, was wir an Material nicht geholt haben? Mal schnell überlegen. Ich glaube nicht, oder? Wir haben nichts mehr offen, oder? Da noch irgendwas basteln. Das muss ich nicht aufhübschen. Nö. Da drauf Kleber, dass er kleben bleibt, wie jemand meint. Das muss nicht geklebt werden. Kann ich die wieder nehmen? Im Moment nicht. Huh, okay. Peter wird nicht erfreut sein. Was ist Peter? Kenn ich gar nicht. Okay. Ist das irgendeine Tierschutzorganisation? Muss man einem Koala irgendwas antun? Vergiften. Das macht definitiv keinen Sinn. Das macht... Hammer. Das ist mir ein bisschen gar brutal. Das sollte klappen, aber irgendwie... Verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll, ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Ah, ich glaube, der lebt noch. Behaupten wir jetzt einfach mal. Oh, nehme den ganzen Koala mit. Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher, die sind giftig. Also ich würde mal sagen, der lebt noch. Behaupten wir jetzt mal. So, können wir die wieder mitnehmen? Im Moment nicht. Nee. Okay, gut, dann gehen wir jetzt die Figur ab, oder wie? Oder braucht man noch eine Waffe dazu? Schauen wir mal. Ja, ganz schön heftig. Gut, das wäre jetzt, hätte ich es offscreen gespielt auf alles Mögliche im Inventar, auf alles Mögliche anwenden rausgelaufen. Hätte sicher noch eine Zeit lang gedauert. Hier hast du deine Rarität. Ah, ja. Eine offizielle Captain Red Actionfigur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Oder beschwert es sich noch? Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ach, ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja.
Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Ah. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Okay. Kommen wir jetzt raus einfach. Sollen wir uns noch ein bisschen umschauen vorher? Die haben gerade gesagt, man soll durch die Hintertür raus. Okay. Ja, hätte ich mir jetzt auch fast erwartet, dass wir noch eine Waffe basteln müssen. Ich hab, was ich wollte. Scheiß auf Charlie. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Gut, dann raus da. Was für eine schöne Nacht, meinst du nicht auch? Oh ja, wundervoll. Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Nein, das tust du nicht. Oh Gott, tue ich das nicht? Oh. Genau das sagte ich gerade. Überraschungsparty? Du schmeißt mir eine Überraschungsparty? Ja, genau. Eine Riesenparty. Ich nehme an, ich kann da nicht einfach vorbeigehen. Junge, bleib einfach ruhig und bau keinen Scheiß. Wieder rein geht auch ganz nicht. Schnell. Jetzt kann man wohl davon ausgehen, dass ich einen aufs Maul kriege. Sollen wir ihn auch den Hammer auf den Kopf werfen? Besser nicht, da kann ich nicht gewinnen. Okay, heißt, da müssen wir auch irgendwas aus dem Inventar auf den anwenden. Besser nicht, da kann ich nicht gewinnen. Ah ja, das Lichtschwert natürlich. Haha. Haha. Das wird wohl eher nicht helfen. Ein Ring. Genau, einen Ring anlegen. Ja, geben werden wir ihn denn nicht, würde ich sagen. Jetzt raten wir. Gut, also wir müssen irgendwas auf ihn anwenden. Ja, dann fangen wir mit den abstrusen Sachen an in dem Falle. Koala. Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf und Alter, sieht der angepisst aus. Was zum... Au! Nein! Hey! Nicht da drin! Au! Oh! Beißen! Nein, nicht beißen! Alter! Du solltest mir doch helfen! Au! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Aber da bleibt er nicht. Ups. Okay. Oh. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst.
Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Okay, tja. Neuer Montag, vierter Montag. Und wir machen nochmal eine kurze Schnittpause. Ich bin schon ordentlich beim Gähnen. Heißt, stellt euch darauf ein, dass wir dann um 11 Uhr, sprich in einer ungefähr halben Stunde, dann wirklich Schluss machen. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder.